Der nächste Gegner. 899 gegen 889. Mal versuchen wieder zurückzukommen in die 900. Bin gespannt. Letzte Runde gewonnen. Letzte Runde auch mal wieder das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu haben irgendwie. Das ist irgendwie jetzt ja nicht so oft der Fall bei mir leider. Aber wir arbeiten dran. Also Supply, Aerial, Coast Control, Elite, die fallen raus. Aerial, Supply. Dann mit Panzern und Arclights. Supply Specialist mit Arclights und Steelball. Na, ja, der Steelball gefällt mir nicht so gut. Ich nehme mal hier den Aerial. Was hat er hier? Steelballs und Fang mit Giant. Gut, dann ist das natürlich eine Kombination, die ihn wahrscheinlich zwingt. Ja, ich denke mal, der wird defensiv spielen. Die Kollegen werden sehr weit vorne stehen. Raketen vielleicht gleich wieder. Range auf die Arclights. Irgendwie so. Obwohl, ich könnte mich ja auch defensiv aufstellen. Oder so stehen bleiben und Fangs holen. Ach Quatsch, Crawler. Auf jeden Fall Kleinkram brauchen wir jetzt. In die fiesen, bösartigen Steelballs. Die da schon so böse angucken. Was machen die? Von wo kommen die? Ja, ich weiß auch nicht, ne? Wie stellt er sich auf? Wir wissen es nicht. Ist jetzt die Frage. Machen wir das lieber so. So dass die potenziell eher nach links rennen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Wenn ich mal in den hier in diesen Editor gehen soll und so Tests machen, zu prüfen, ob Reichweiten funktionieren und auch wann Einheiten getriggert werden und so weiter, dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Würde ich auch. Ich glaube, würde mir sogar Spaß machen. Wahrscheinlich glaube ich nie wieder aus dem Editor raus. Okay, er hat jetzt den Marksman gekauft und hat die hinten aufgestellt. Das heißt, die werden im Grunde genommen ja ganz spät erst reinkommen. Ich hoffe nur meine... Ah, das bricht ihm jetzt das Kind. Oder? Ne, er hat schon. Er hat ihn schon. Das heißt, die brauchen wir einen eher. Die kommen halt spät. Die kommen viel zu spät gerade. Das heißt, ich kann schon hier ein bisschen arbeiten. Oder das war extra so gedacht, wenn meine Crawler reinlaufen, dass die dann abgeknallt werden. Dann wäre es wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist. Können es natürlich jetzt auch direkt auf Raketen gehen, ne? Die bleiben da so schön stehen. So viel dazu. Er wird, okay, ich habe nur zwei Panzer. Ob er jetzt den Scorpion nimmt? Echt in die Raketen. Mach's mal so. Vielleicht treffen wir dann mit einer Salve den, der ihn aufs Korn nimmt. Ich hätte aber trotzdem gern noch hier noch Kleinkram. Ja. Mehr. Und überall. Und den nehme ich mit. Mal gucken, was passiert. Also das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Die Idee ist, dass die immer einen Schuss abgeben, dann kommt der nächste auf sehr... Ach du Scheiße, was ist mit ihm los jetzt? Okay. Ja, sind wir jetzt nicht so gut gegen aufgestellt, würde ich mal behaupten. Und er nimmt dazu noch den Scorpion. Okay. Testen wir mal die Theorie. Okay, die funktioniert schon mal. Ganz viel Kleinkram. Alle sind noch beschäftigt, aber das war's auch. Und sobald der Kleinkram weg ist, ist es das auch schon gewesen. Die rennen einfach durch, ne? Die Wahnsinnigen. Interessiert ihn gar nicht.
schönen Debuff hinterher. Dankeschön. Ja. Und jetzt bitte hier hochkrabbeln zum Overlord. Hallo. Hier. Ich? Ja, okay, komm. Kriegst geschenkt. Natürlich ein Level, der Gute. Ja, auch eine coole Idee. Einfach auf Luft zu gehen. Dann krieg ich dann auf jeden Fall den Win. Speed brauchen wir nicht. Vulkan, intensives Training. Vulkan. Das ist Vulkan. Das ist Speed-Spezialiste. Bin noch ein Italiener geworden. So. Also die sind richtig durchgerannt, ne? Aber ich würde sagen, der Endgegner ist jetzt erstmal er hier. Und ihn müssen wir auch im Auge behalten. Das, achso, ich habe gar nicht gekauft. Schreit nach etwas Gutem. Okay, pass auf. Ach nee, doch. Genau, hier alles speziell ausgerechnet. Habe ich schon Jahre vorher ausgerechnet hier, dass es so funktioniert. Na, komm. Jetzt die Frage, wie wir das machen. Ich will ja, dass er eher... Er wird dann eher... Nee, komm hier. Ist gut. Du auch eher links. Muck mal ein bisschen leiser machen. So. Ja, was nun? Übrigens hier, Musik und so weiter. Ne? Wenn ich irgendwas stört, zu laut, zu leise oder so, ab in die Kommentare damit. Oder auf Discord. Können wir alles anpassen. Gut. Ist das so in Ordnung jetzt? Der scheint ja recht für meine Verhältnisse krasse Sachen zu machen. Er hat jetzt den Siege-Mode aktiviert. Das bedeutet auch, wenn meine Crawler dran sind, kann er nichts mehr machen. Gut ist, dass die jetzt hoffentlich hier einloggen. Komm. Ja, schön. Schön. Guter Damage-Output jetzt. Jetzt ist mir auch egal. Die Herrschaften kriegen dann noch Rage. Range. Und dann ist es auch gut. Raketen machen ihr Ding. Vielleicht mehr Raketen. Ich fühle mich noch nicht sicher. Das ist auch immer sehr schwer, dass ich mich dann hier bei so einem Match sicher fühle. Ist das alles cool? Ich weiß es nicht. Was brauchen wir jetzt wirklich? Ich nehme den, um Geld zu sparen einfach. Ich versuche keine 4 zu holen, sondern 3 Einheiten. Habe dann sozusagen 50 gespart, so sehe ich das jetzt. Ich versuche mal einen richtig geilen Move hier mit der Beacon. Rein, Abfahrt. Und dann gibt es hier einen taktischen Drive-By. So. Würde ich gerne erweitern hier. Ah, Range ist jetzt nicht mehr drin, sagst du? Hm. Dann gerne noch Kleinkram. Weil ich habe keinen Bock, dass die... dass die zu früh schießen und getroffen werden. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. 6 Sekunden. Obacht. So. Boah, es war echt. Ah, scheiße. Okay, das hat wohl nicht funktioniert. Okay, hier ist der Bait. Jetzt nur schön geklärt werden und die holen hoffentlich nicht meine werten Phönixe runter, was sie wahrscheinlich tun. Und hier unten ist jetzt nichts mehr, ne?
Ich hoffe nur, dass sie ordentlich Schüsse jetzt absetzen können. Auch sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, vielleicht Schilde. Ich weiß es nicht. Ist die Antwort auf Raketen? Flammenwerfer jetzt nicht so geil, ne? Raketen auch nicht, oder? Den kann ich ja wieder verkaufen dann. Der hat hoffentlich nicht er. Und wir machen einfach dasselbe nochmal. Er denkt sich, ja, jetzt werden die hier schön gefeedet, aber nein. So. Jetzt die Frage, was wir hier machen. Also Range ist auf jeden Fall key, denke ich. Für die Herrschaften. Ja, und dann auch eigentlich noch mehr Crawler, oder? Jetzt hören wir mal den hier. Obwohl, die werden ja gesnackt, ne? Und es ist Siege Mode. Das heißt, wo ich hier weiterrede. Lieber nochmal den hier. Und wir stellen den hier hin. Extra so. Damit er gleich von links nach rechts laufen kann. Ach, schade. Ja, guck mal, ob das funktioniert. Ah, er hat das Upgrade vergeben, dass sie eher hier drauf schießen. Und jetzt kommen die, um sich den wegzuholen. Ah, das hat alles nicht funktioniert. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt. Gerne einfach alle weghauen. Ja, danke. Den auch. Ach so, er geht ja auch weiter. Er geht ja auch weiter. Aber es war zumindest eine Ablenkung für die hier. Ich denke trotzdem, die Raketen haben ganz gut geholfen. Ja, ich glaube, ich muss diese taktischen Manöver, die muss ich ein bisschen besser planen. Das sind immer so fixe Ideen, so, ja, jetzt mache ich das, das ist richtig geil. Ja. Und dann sterben die hier alle. Jetzt habe ich schon die nächste fixe Idee, ne? Nee. Pass auf. Schild ist gut. Nehmen wir uns. Er darf sehr gerne hier reinlaufen. Er darf sehr gerne verkauft werden. Ich habe den Sprung nicht mit drin. Okay, dann darf er sehr gerne nochmal sterben, leider. Range. Und ganz viele Raketen diese Runde. So langsam, ne? So unfassbar langsam. Aber ey, der Kuma, das funktioniert. Sehr gut. Er holt den Hacker. Das funktioniert alles sehr gut. Wäre halt geil, wenn jetzt schon irgendwas reinbrezelt, so richtig. So ein paar Raketen zum Beispiel. Haben wir die Range schon hier? Ja.
Irgendwas, was produziert vielleicht. Irgendwas, was dann egal ist. Aber hier sind viele Counter zum Beispiel für die Einheiten, die ich gerne bauen würde. Keine Luft, keine Luft, keine Luft, Luft, Luft. Und noch zu viel Kleinkram. Okay. Komm. Jetzt mit Debuff, sagst du? Okay. Man. What to do? Also das war schon mega. Er hat die Raketenabwehr drin. Wir brauchen jetzt Damage für irgendwas hier. Boah, meinst du, wir gehen wieder auf Siege? Wir machen wieder eine Siege-Party. Die müssen direkt reinhauen. Keine Gnade. Jetzt Schluss. Ultra-offensive Siege-Roboter hier. Und selbstverständlich habe ich das umsonst gekauft hier. Die Frage ist, schilden wir das jetzt einfach? Elf Sekunden. Oh mein Gott. Panik. Ich bin zu alt für sowas. Oh mein Gott, ich will einfach nur gewinnen, okay? Da, macht sie fertig. Sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wenn die hier langlaufen und irgendeinen Shit machen, kriegen die hier richtig einen drauf. Und jetzt geht die Party erst los. Und ich hoffe, der Kleinkram ist hier lang genug da, dass die anderen alle arbeiten können. Und zur Not habe ich immer noch die Raketenwerfer. Hacker ist weg. Da noch eine Siege-Kanone. Das hat gut. Ach, wunderbar, okay. Oder? Komm. Mein Gott. Ach, Freunde. So, ich baue jetzt erstmal eine Pause. Ich mache jetzt erstmal 3 Jahre Pause. Und dann gucken wir mal weiter. So, mal gucken, wo wir stehen. Und wir sind bei unschlagbaren 910 wieder. Also wir sind wieder im 900er und haben somit die 1000 wieder im Blick. Also, auf die 1000.